Hallo, ich bin Main Man. Das ist heute eine Premiere. Das ist mein allererstes YouTube-Video. Ich möchte heute ein Spiel vorstellen, das so in den Medien oder so noch nicht so ganz so bekannt ist. Das Spiel ist relativ neu. Die Beta startete im Mai des Jahres. Seit, ich weiß nicht, knapp einem Monat oder so ist das Spiel für Android raus. Vorher schon für iOS. Und ich möchte euch das Spiel vorstellen in groben Zügen. Das soll nicht zu lange dauern. Ich möchte euch nur einen ersten Überblick verschaffen. So sieht der ganze Hauptbildschirm aus. Was haben wir hier oben links? Klar, das Einstellungskreuz. Dann auf weißem Hintergrund die 68. Das ist mein Spielerlevel, meine Spielerstufe. Danach kommt mein Name, beziehungsweise auch meine komplette ID. Da kommen wir später noch zu. Dann haben wir vier weitere Sachen. Das erste ist lila Energie, dann haben wir die blaue Energie, Gold und Silber. Lila Energie ist für das Tal der Schätze hier unten rechts zu sehen. Die blaue Energie ist für die Kampagnen. Lichtkampagne, Dunkelkampagne. Das Gold ist die Ingame-Währung, was man auch kaufen kann, selbstverständlich. Wir haben also ganz normal hier Mikrotransaktionen und die. Ja, Ingame-Währung dann weiterhin ist das Silber. Das Spiel ist definitiv vergleichbar mit Summoners Wars, mit Star Wars Galaxy of Heroes, Marvel Strike Force, also diese typischen Spiele, wo man halt Helden, Charaktere sammelt, auflevelt, aufwertet und so weiter und so fort. Ich werde euch jetzt mal so ein paar Funktionen zeigen. Beginnen wir einfach mit den Helden an sich. Im Grunde auch der Mittelpunkt des Spiels. Wir werden jetzt nicht im Detail auf die Helden eingehen. Wie gesagt, das soll nur ein Spielüberblick sein. Was ist hier oder was kann man dazu großartig sagen? Dafür klicken wir einfach mal oben drauf. Das Spiel unterscheidet zwischen Klassen und Fraktionen. Was im Übrigen in anderen Spielen ja ähnlich ist. Ne? Wenn wir jetzt mal SWGOH als Beispiel nehmen, da gibt es Jedis, Rebellen, Sith, Imperium und so weiter. Das sind hier die Fraktionen, ne, Arikon, Untote, Barbaren, Zwerge und so weiter. Und des Weiteren gibt es natürlich auch die Klassen mit Verteidigern, Fernkämpfern, Nahkämpfern, Heilern. Alle Fraktionen sind schon im Spiel implementiert, sollte man eigentlich meinen, aber beim neuen Spiel ist das nicht automatisch so. Es ist der Fall, auch wenn es nicht immer viele sind, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal die Ritter des Rates. Ja, annehmen. Da gibt es aktuell nur den Roland. Ne? Die größte Fraktion innerhalb des Spiels aktuell sind die Kobolde. Da gibt es nämlich 7 Stück von, die ich auch alle habe. Und auch warum ich die habe, werden wir in separaten Videos noch drauf kommen und wofür die da sind. Im Grunde genommen ist das erstmal das Wichtigste. Wenn wir jetzt mal uns einen Held angucken, das ist hier Azariel. Was sehen wir? Erstens die Fraktion Dunkelelf. Die Klasse, er ist ein Heiler. Die Scherben, oder unter seinem Namen sehen wir 5 von 7 Sternen. Der sechste ist so leicht umrandet. Warum? Was wir oben links sehen, wir haben 80 von 80 Scherben. Wir könnten ihn theoretisch jetzt eine Stufe höher machen. Wir haben Level 60. Wir gehen nochmal kurz in den Hauptbildschirm. Ich bin Level 68, das heißt, ich könnte ihn theoretisch auch auf Level 68 machen. Das heißt, dass das Level der Einheiten ist immer maximal so hoch wie die eigene Spielerstufe. Ansonsten, wir haben in der Mitte diese 6 Symbole außen herum. Das ist die Ausrüstung. Wir haben aktuell Ausrüstungsstufe 7, Maximum in dem Spiel aktuell ist 10, so wie die höchste Spielerstufe 80 ist und dementsprechend das Level für die Spieler auch Stufe 80. Rechts sehen wir dann ganz normal die Werte. Trefferpunkte, Rüstung, Angriff. Wir werden irgendwann noch mal im Detail drauf eingehen, aber wie gesagt, erstes YouTube-Video. Ich möchte euch eher das Spiel vorstellen und nicht die Details. Und zu guter Letzt haben wir oberhalb von der Ausrüstungsstufe die Stärke, das heißt die Stärke dieser Einheit und unten die Fähigkeiten. Kann man hier durchscrollen und kommt so, kann so schön durch die eigenen Einheiten scrollen. Was gibt es in diesem Spiel? Das Wichtigste wahrscheinlich erstmal zu Anfang, das sind die Kampagnen. Wie gesagt, wir haben zwei verschiedene Kampagnen. Die helle Seite nenne ich das mal, das ist die Lichtkampagne und die dunkle Seite entsprechend die Dunkelkampagne.
Für diese beiden Kampagnen wird die blaue Energie, die man oben sieht, benötigt. Hier das Ganze, ich werde probieren, oder wenn es mir ad hoc einfällt, jedes Mal ein Pendant eines anderen Spiels mit einbringen. Das heißt, hier in diesem Beispiel haben wir zum Beispiel normal und heldenhaft. Das ist halt wie bei Star Wars Galaxy of Heroes, da ist es komplett identisch. Hier nennt sich das Ganze Akt. Wir haben aktuell in der hellen Seite, beziehungsweise in der Lichtkampagne, 5 Akte freigeschaltet. Ich habe noch nicht alle Knoten durchgespielt, beziehungsweise hier im Spiel heißen sie Kapitel. Das hier zum Beispiel ist Kapitel 13. Das kommt noch später. Prinzipiell kann man auch hier sagen, wie bei SWGOH, bei den normalen Kämpfen kriegt man auch nur normalen Loot, nichts Besonderes. Und bei den heldenhaften kann man halt auf einzelnen Kapiteln bzw. Knoten Scherben für die Helden sammeln. Dunkel als Äquivalent gibt es aktuell erst 4 Akte. Wie gesagt, das Spiel ist im Aufbau. Es kommen nach und nach immer neue Kämpfe dazu, immer neue Inhalte. Da werden wir dann auch entsprechend immer wieder drauf eingehen. Lila ist Teil der Schätze-Energie. Teil der Schätze ist auch vergleichbar mit SWGOH als Pendant zur Kantina. Das heißt, wo wir in der Lichtkampagne entsprechend nur helle Helden benutzen können, in der dunklen Kampagne nur dunkle Helden, können wir hier im Tal der Schätze wiederum beide Seiten benutzen. Auch hier, ähnlich wie in der Kantina, das muss man einfach dazu sagen, es gibt hier noch Knoten, wo es keinen besonderen Loot gibt, und es gibt halt Knoten, wo man auch Scherben bekommen kann. Auch der Unterschied zu den normalen Kampagnen, wo man nur entsprechend die Belohnungen aus den Kämpfen bekommt, haben wir nämlich hier auch die sogenannten Runenmünzen. Das ist sozusagen die Währung des Tal des Schatzes. Und da kann man auch was kaufen für. Da kommen wir aber gleich später nochmal zu, wenn ich die Märkte oder den Markt erkläre. Gold haben wir, wie gesagt, und die Silbermünzen. Die Silbermünzen brauchen wir insbesondere dafür, um Helden aufzuwerten. Azariel zum Beispiel benötigt jetzt 1,8 Millionen Silber, um den von Seltenheit 5 auf 6 zu machen. Gucken wir uns den linken Bereich mal an. Clan. Hier gibt es Clans, Gilden, Allianzen als Äquivalent. Was ist hier besonders? Raids gibt es noch nicht, sind aber in der Mache. Es gibt noch keinerlei Informationen darüber, wie sie sein werden, was wichtig ist. Das werdet ihr schon festgestellt haben, es viele, viele Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten mit Star Wars Galaxy of Heroes gibt. Gehen wir mal davon aus, dass es irgendwo da auch hingehen wird. Wir wissen es noch nicht. Ansonsten gibt es hier nur 2 besondere Sachen für jemanden, der im Clan ist. Das eine ist der Clan-Laden, da kommen wir auch später noch zu. Das andere ist der Clan an sich. Hier sieht man halt alle Mitglieder, man sieht, wie viel Clan-Währung er bisher erspielt hat. Das kann man switchen zwischen Gesamt, seit er im Clan ist, und Woche. Wie man Clan-Währung bekommt, das werde ich euch noch zeigen. Ansonsten soll es das zu den Clans erstmal gewesen sein. Ich habe da oben natürlich noch ein paar mehr Register, weil ich der Clan-Leader bin. Für die User sieht das natürlich etwas anders aus. Herausforderungen. Es ist sehr spontan, dass ich das Video heute aufgenommen habe. Aus dem Grund kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Aber auch wie Star Wars Galaxy of Heroes, hier hat man verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen einfach mal die Scharfschützenprüfung als Beispiel. Hol dir Fertigkeitenwürfel, um die Fähigkeiten deiner Helden aufzuwerten. Da sehen wir halt, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Fertigkeitenwürfel. Hier sehen wir die Belohnung der einzelnen Stufen. Und ich schaffe leider aktuell bisher nur die 3. Für die 4 muss ich meine Fernkämpfer hier noch etwas verbessern. Jetzt will er nicht da. Da habe ich nämlich erst 2, die irgendwo tauglich sind. Ne? Und wir sehen beide erst auf Stufe 50. Wobei für 4 ist Level 63 erforderlich, um das überhaupt spielen zu können. Und die anderen, die muss ich mal noch irgendwann farmen. Also das heißt, hier ganz normal, hier gibt es natürlich Ausrüstungsgegenstände, Erfahrungstränke, um das Level hochzumachen, Silber, Fertigkeiten, Fähigkeitenwürfel. Events. Zeige ich nur ganz kurz. Aktuell, die Events, die es gibt, sind nur Helden-Events. Das heißt, hol dir Cage-Scherben, Rock-Scherben, Zuna-Scherben, Succubus-Scherben. Heißt, hier kann man entsprechend Helden freischalten. Die Events sind aber etwas Besonderes, deswegen werden wir auf die in einem extra Video eingehen.
Kommen wir zum Markt. Nein, kommen wir noch nicht. Gucken wir erstmal Grab der Schrecken. Auch leider wie bei den Herausforderungen. Ich habe das Grab heute schon erledigt. Deswegen kann ich euch leider gerade nicht zeigen, wie es geht. Für alle SWGOH-Spieler wieder Galaktischer Krieg. Wir haben 12 Knoten, die zu absolvieren sind. Es gibt entsprechend hier diese Token, die wir oben sehen. Diese Diamanten. Womit man im Laden wieder was einkaufen kann. Dann gibt es ganz normal, wie wahrscheinlich auch in jedem Spiel, eine ganz normale Arena. Ne, mit Platzierung, mit verschiedenen Belohnungen. Aber wir werden diese einzelnen Sektionen innerhalb des Spiels nochmal irgendwann ganz in Ruhe durchgehen. Das ist ja jetzt nur für den ersten Überblick. Das Turnier, seht ihr, habt einen Countdown von noch 15 Stunden. Werden wir auch mal in Ruhe drauf eingehen. Das ist etwas ganz Besonderes, weil das Turnier in dieser Form kenne ich noch aus keinem anderen Spiel. Das ist etwas absolut Innovatives, wo wir jetzt schon gemerkt haben, das Spiel bedient sich natürlich von bekannten Elementen von Star Wars Galaxy of Heroes, von Summoners War. Das Turnier ist aber komplett innovativ und das bedarf auch eines eigenen Videos. Freunde gibt es, auch hier, was ist das Besondere? Man kann 50 Freunde haben, vielleicht fällt euch jetzt gerade zufällig auf, dass hier extrem viel Destiny drin steht und vor allem drei verschiedene. Das liegt daran, ich bin der Leader der Destiny, des Destiny Clans, oder hier, ja, Destiny Clans heißt es ja in dem Spiel, und wir haben mittlerweile zwei Winks. Destiny 2 und Destiny 3, eben weil wir so viel Zulauf erhalten und anders können wir diese Schwämme an Mitgliederanfragen nicht bewältigen, was den Vorteil hat, dass wir sozusagen, ich nenne es immer unsere Nachwuchsleistungszentren, dass wir uns Spieler ranzüchten, die relativ neu im Spiel sind, die kommen in die Winks rein, sie werden ins Spiel eingeführt und wenn sie langfristig gut und aktiv sind, die Clan-Quests machen und, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend dann bei uns aufzusteigen. Es gibt die Post. Da gibt es selbstverständlich jeden Tag einen entsprechenden Login-Bonus. Es sind die Neuigkeiten, es gibt die Nachrichten. Wenn ihr zum Beispiel um 18 Uhr, so ist es bei mir, um 18 Uhr endet bei mir die Arena. Das heißt, je nachdem, welche Platzierung ich habe, bekomme ich dann meine Arena-Belohnung. Um 18:30 Uhr ist bei uns der Reset der Clan-Quests. Dann kriege ich auch die Belohnung und die kommen dann immer hier ins Postfach. Und da kann man sich die abholen. Es gibt Quests, selbstverständlich. Tägliche Quests kann ich euch leider gerade auch nicht zeigen, weil schon alles erledigt. Und es gibt die Clan-Quests. Hier, was ihr auf der rechten Seite unter dem Namen seht, das sind die Clan-Token. Den Markt zeige ich euch jetzt gleich. Die der Spieler dann jeweils zum Reset um 18:30 bei uns erhält. Die Reset-Time der Clan-Quests ist von Clan zu Clan bzw. von Zeitzone zu Zeitzone unterschiedlich. Kommen wir zum Markt. Prinzipiell ist es natürlich auch im Spiel, in dem man mit Echtgame Vorteil erringen kann. Pay to win gilt immer, aber das Spiel an sich von der Definition ist nicht Pay to win. Das heißt, auch ohne Geldeinsatz hat man genug Fortschritt und genug Möglichkeiten in dem Spiel sich zu entwickeln und weiterzukommen. Hier kann man halt entsprechend Zwerge kaufen, einmalig für den entsprechenden Held. Hier bei den Arekon Untoten, hier bei den Kobolden, hier kann man dann für entsprechende Fraktionen Truhen kaufen und das entsprechend für Gold oder Echtgeldeinsatz. Alle 2 Stunden gibt es hier so eine Truhe geschenkt, 5 am Tag. Da kann schon mal das Beste, was da drin ist, sind 100 blaue Energie, kann auch schon mal was anderes sein. Ressourcen ist entsprechend, da kann man Ressourcen für Gold kaufen, dann kann man Gold an sich erstmal kaufen, dann haben wir den ganz normalen Markt. Da es eine tägliche Quest gibt, dass man 2 Sachen kaufen muss im Markt pro Tag, findet sich hier unten für Silber Ausrüstung, die man da kaufen kann. Also das Silber kann man sich locker leisten, sodass man diese Clan-Quest, diese tägliche Quest jederzeit erledigen kann. Arena. Hier bekommt man entsprechend, wenn der Arena Reset ist, entsprechend seine Belohnung. Und hier kann man dann entsprechend Token für die entsprechenden Helden kaufen. Grab der Schrecken. Genau dasselbe. Wie gesagt, wir werden auf die einzelnen Funktionen des Spiels nochmal irgendwann im Einzelnen eingehen. Teil der Schätze ist auch wieder der Unterschied zu den Kampagnen. Nicht nur, dass man dort Kämpfe machen kann, nicht nur, dass man dort eventuell auf den verschiedenen Knoten auch Scherben bekommen kann, sondern es gibt auch noch eine eigene Währung für das Teil der Schätze. Auch vergleichbar mit der Kantina von Star Wars Galaxy of Heroes, wo man hier auch entsprechende Scherben kaufen kann. Und es gibt die Clan-Währung. Auch hier kann man
Scherben kaufen und wie auch bei allem anderen wichtig hier sind diese Fragmente oder generell diese Ausrüstungsgegenstände, was hier auch im Grab der Schrecken wichtig ist, das sind alles Aufwertungen für Ausrüstungsstufe 7. Das heißt, man kommt irgendwie, die kann man auch nicht farmen, diese Ausrüstungsgegenstände, die muss man wirklich im Shop kaufen hier. Aber da gehen wir dann im Einzelnen nochmal drauf ein. Ich denke, jetzt habe ich euch das meiste erstmal so gezeigt. Jetzt werden wir mal einen Kampf absolvieren, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Wir nehmen einfach den hier, den haben wir noch nicht auf 3 Sterne. Gucken mal, ob wir den schaffen. Hier jetzt Freunde, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, wir machen gerade einen Kampf in der Lichtkampagne. Das heißt, von meinen Freunden wird mir der beste Held angezeigt, den die auf der Lichtseite besitzen. Und den kann man dann alle 24 Stunden benutzen. Das heißt, nutze ich den jetzt in 24 Stunden, ist er wieder freigeschaltet und kein fester Reset zu einer festen Uhrzeit. So, da ich Hagrim, Rock und Lucky selber habe, ergibt es keinen, und sie zu, und die zu meinen besten Helden gehören, ergibt es keinen Sinn, davon jemanden zu nehmen. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel von Authentic hier die Denaya dabei. Und dann starten wir einfach mal einen Kampf, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Das überspringen wir jetzt und machen mal einfach den Kampf. Ich werde das jetzt auch im Detail nicht erklären, was hier welche Helden sind, was sie für Fähigkeiten haben. Hier soll es einfach nur gerade um das Aussehen gehen. Wir machen es auch mal etwas langsamer, damit ihr die Animation mal genau seht. Ich habe mir sagen lassen, tatsächlich, dass es Menschen gibt, denen die Animation wichtig ist, oder dass es Leute gibt, die das Spiel sehr, sehr toll finden, weil die Animationen so schön gemacht sind, weil die Grafik so toll ist. Mich interessieren solche Sachen zum Beispiel überhaupt nicht. Mich interessiert nur das reine Gameplay. Aber wie ihr seht, für die Leute, die es interessiert, ist es durchaus ansehnlich. Und jetzt machen wir das Ganze wieder schnell, weil wir wollen ja fertig werden. Wir haben das Ganze jetzt auf 4-fache Geschwindigkeit gestellt auf Autokampf und dann sollte das hier ohne Probleme mal eben durchgerusht sein. Da ist das Thema schon durch. 3 Sterne. Sehen da oben jetzt, dass ich das jetzt auch auf 3 Sterne freigeschaltet habe. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, ich bin einmal alles grob durchgegangen. Das Wichtigste zu dem Spiel nochmal zusammengefasst. Es enthält viele Elemente aus bereits bekannten Spielen. Insbesondere von Star Wars Galaxy of Heroes. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel spielt, fühlt ihr euch hier relativ schnell, ja nicht zu Hause, aber ihr findet relativ schnell rein, weil vieles ähnlich ist. Es gibt, wie gesagt, einige Unterschiede. Ganz wichtig, es ist ein Spiel, das relativ neu ist. Die Clans sind zum Beispiel erst, glaube ich, im Juli eingefügt worden. Das heißt, ich habe schon gespielt, da gab es doch gar keine Clans, die sind erst später eingefügt worden. Wir haben 2 neue Events, 2 neue Helden, die seit wenigen Tagen verfügbar sind. Android gibt es auch erst seit knapp einem Monat. Raids kommen Ende Oktober. Das heißt, was man sieht, es ist ein neues Spiel, in dem noch viele Inhalte fehlen, das aber nach und nach gepusht wird. Sehr interessant generell an dem Spiel, finde ich, oder generell auch an der Community, dass man es gibt einen offiziellen Discord-Server von diesem Spiel, Beifragen, ich kann den auch gerne jederzeit verlinken oder in die Kommentare packen, hat man direkten Kontakt zu den Entwicklern. Was ein himmelweiter Unterschied ist, ist halt ein kleines russisches Entwicklerstudio namens Playcot, was ein Riesenunterschied ist zu Capital Games oder EA, die zum Beispiel SWGOH produzieren. Man hat hier wirklich einen direkten Kontakt zu den Entwicklern mit Suggestions, also mit Vorschlägen, mit Ideen. Ich persönlich bin auch regelmäßig mit dem Austausch. Das ist also eine sehr nahe Verbindung zwischen Community und Entwickler, was ich so in der Form noch nicht kenne. Und von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass euch das Video so weit bis hierhin gefallen hat, dass ihr ja erstmal einen ersten Überblick über dieses Spiel gewonnen habt, dass es mir verzeiht, dass wahrscheinlich die Tonqualität nicht die allerbeste ist. Ich mache hier die Bildschirmaufnahme übers iPad und lasse parallel eine Audiospur über den Rechner laufen. Wie gesagt, das ist mein erstes YouTube-Video. Wer mir Tipps und Tricks geben kann, damit das Ganze noch besser ist, damit es also von der Qualität der Aufnahme und der Ausgabe auch besser wird, bin ich gerne ja, dankbar für Ideen und Anregungen.
Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Empfehlen kann ich dieses Spiel mit gutem Gewissen. Ich spiele es jetzt, glaube ich, 3, 3,5 Monate und habe noch keinen Kritikpunkt dran gefunden. Von daher danke fürs Zusehen und einen schönen Abend wünsche ich. Tschüss.